möchtest regelmäßig meditieren, aber hast nicht genügend Zeit dafür? In diesem Video findest du 4 Übungen, wie du im Alltag meditieren kannst, ohne dass du dir dabei extra die Zeit nehmen musst. Viel Spaß mit dem Video! Meditiere beim Warten. Wir verbringen durchschnittlich 374 Tage unseres Lebens mit Warten. Das kann im Supermarkt, beim Arzt, im Stau, an einer Ampel oder wenn wir unseren Computer hochfahren sein. Warten kann bei uns im Gehirn Stress auslösen, da wir schnellstmöglich ein Ende des unerwünschten Zustandes erhoffen. Du kannst aber den Spieß umdrehen, indem du das Warten zu einer Achtsamkeitsübung machst. Während du auf etwas wartest, kannst du einfach bewusst dein Ein- und Ausatmen wahrnehmen. Wir haben uns angewohnt, in Warteschlangen auf unser Handy zu schauen, damit wir von der Situation abgelenkt sind. Lasse das nächste Mal bewusst dein Handy in der Hosentasche und nehme deinen Atem, deinen Körper und die Umgebung wahr. Du kannst somit die Wartezeit in eine Entspannungsübung umwandeln und gelassener aus der Situation gehen. Zweitens, meditiere beim Laufen. In Deutschland läuft jeder Mensch durchschnittlich 5200 Schritte am Tag. Wir sind viel damit beschäftigt, uns von A nach B zu bewegen. Warum also nicht bei dieser Übung gleichzeitig meditieren? Du kannst ganz einfach im Gehen meditieren. Konzentriere dich auf dein Ein- und Ausatmen beim Laufen. Ein guter Atemrhythmus wäre beim Einatmen 3 Schritte und beim Ausatmen 4 Schritte zu laufen. Je nachdem, was für dich am besten ist, kannst du deinen Atemrhythmus variieren. Lasse hier aber bitte deine Augen offen, sonst könnte die Gehmeditation schmerzhaft werden. Du wirst sehen, wie entspannter du wirst, wenn du nicht von einer Tätigkeit zur nächsten rennst, sondern die Fortbewegung als achtsame Pause nutzt. Drittens, Meditation beim Essen. Häufig essen wir viel zu schnell, da wir beim Essen uns nicht auf unser eigentliches Tun fokussieren, sondern uns mit anderen Dingen ablenken. Dabei kannst du dein Essen perfekt als Meditationspause nutzen. Wie das geht? Ganz einfach. Wichtig ist, dass du dir Zeit lässt, um das Essen wirklich genießen zu können. Nehme eine Gabel oder einen Löffel in deinen Mund und kaue ca. 40 Mal. Versuche dabei genau zu schmecken, welche Zutaten in deinem Essen sind. Sei dankbar für alle Menschen, Tiere und Pflanzen, die dafür verantwortlich sind, dass du dein Essen gerade genießen kannst. Lege während du kaust deinen Löffel oder Gabel wieder auf den Tisch, damit du nicht schon währenddessen deine nächste Portion vorbereitest. Durch das achtsame Essen wirst du deine Mahlzeit ganz anders schmecken und wahrnehmen. Ein großer Vorteil ist, dass es sehr gesund für deine Verdauung ist, da du mehr kaust und der Körper weniger arbeiten muss. Viertens, mache eine Einschlafmeditation. Beim Essen bist du immer in Gesellschaft, in Warteschlangen führst du wichtige Telefonate und beim Laufen fällt dir das Meditieren schwer? Um trotzdem Meditation in deinen Alltag einzubauen, kannst du zum Einschlafen meditieren. Wie das geht? Lege dich in dein Bett auf den Rücken und lege deine Hände auf deinen Bauch. Beobachte beim Einatmen, wie sich deine Bauchdecke hebt und beim Ausatmen, wie sie sich wieder senkt. Konzentriere dich einfach nur auf die Bewegung deines Bauches. Du wirst schnell merken, dass deine Gedanken ruhiger werden und du besser einschlafen kannst. Du kannst aber auch eine geführte Einschlafmeditation machen. Du findest in der Beschreibung in diesem Video einen Link zu einer Meditation, um besser einzuschlafen. Ich hoffe, die Tipps helfen dir, um deinen Alltag achtsamer zu gestalten. Wenn du dann einmal Zeit hast, um dich hinzusetzen und zu meditieren, kannst du eine Meditation im Sitzen machen. Auf diesem Kanal findest du geführte Meditationen zu verschiedenen Themen. In welchen Situationen schaffst du es, achtsam zu sein? Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Danke dir fürs Anschauen. Ich wünsche dir einen achtsamen Tag.